zusammen und willkommen zu einem neuen Aufgebraucht-Video von mir. Es hat sich wieder super viel angesammelt. Ich habe gefühlt auch, oder ich habe das Gefühl, mein letztes ist auch schon ewig her. Deswegen ist es wieder einiges zusammengekommen und ich hoffe, das Video wird nicht allzu lang. Ich werde mich auf jeden Fall beeilen. Und ich habe mir gedacht, da es ja wieder so einiges ist, werde ich das Ganze so in Kategorien einteilen und ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das gut findet, ob ihr das immer so haben wollt oder ob ihr das lieber querbeet möchtet. Genau. Also ich denke, wenn man nicht so viel hat, dann ist das querbeet, sage ich mal, so in die Tüte greifen in Ordnung. Aber wenn es, glaube ich, so viel ist, ja, keine Ahnung. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das haben möchtet. Heute gibt es auf jeden Fall Kategorien und die erste ist Kategorie Baby. Viel Spaß. Ja, wie gesagt, die erste Kategorie ist Baby. Und ja, das ist das erste Mal, glaube ich, dass ich, ja, das ist das erste Aufgebraucht-Video, wo ich Babyartikel zeige, wo die Maus da ist. Und sie ist auch im Moment nicht am Schlafen. Ich bin sehr gespannt, wie lange ich für das Video brauchen werde. Ja, und wie oft ich unterbrechen werde. Aber wir kriegen alles hin. Starten wir einmal mit Wickelunterlagen. Das waren die hier von Babylove, die Eigenmarke vom DM. Das war noch so irgendein Special Design, das hatte ich damals in der Schwangerschaft gekauft. Aber die Unterlagen an sich sind ja immer die identisch gleich, nur das Design war halt special. Fand ich super, also würde ich immer wieder nachkaufen. Ebenfalls von Babylove habe ich einmal die Reinigungswattepads aufgebraucht. Finde ich auch super und anfangs habe ich die Wattepads gar nicht so häufig verwendet, immer nur so zwischendurch. Mittlerweile sind die bei mir im Dauereinsatz und geht quasi nicht mehr ohne. Dann kommen wir zu Feuchttüchern. Da habe ich mich auch so ein bisschen durchprobiert. Die ersten, die wir benutzt haben, waren die von Baby Dream. Die hatte ich auch im Doppelpack gekauft. Das sind die Feuchttücher mit 99% Wasser. Tuchmaterial 100% biologisch abbaubar. Fand ich auch gut. Ich habe jetzt nur eins behalten. Ich habe super viel auch schon weggeschmissen. Ja, weil irgendwann, wenn sich das so viel ansammelt, dann kann ich das nicht mehr sehen und schmeiße dann immer schon vieles weg. Aber ja, die fand ich wirklich gut. Ist natürlich, also Wattepads mit Wasser sind immer noch besser als sowas. Aber um den groben Schmutz immer abzunehmen oder gerade am Anfang, wenn der Stuhl halt noch super flüssig ist, sage ich mal, too much information, aber es ist halt so. Oder gerade das Kindspech damit, ja, fand ich die optimal und ich würde die auch, glaube ich, nochmal nachkaufen. Von Babylove einmal die Sensitiv-Feuchttücher mit Mandelextrakt parfümfrei. Die gab es gratis mit dieser Spenderbox mal in der App, als ich noch schwanger war. Und ja, ich fand die auch ganz gut, würde ich auch wieder kaufen. Dann ein nicht so tolles Produkt in meinen Augen sind die Babypflegetücher Sensitiv von der Marke Mamiya. Das ist die Eigenmarke vom Aldi Nord. Ich weiß nicht, wie Aldi Süd aufgestellt ist, habe ich noch nie vorbeigeschaut. Die sind ohne Parfüm, pH-neutral und ja, die sind okay, aber die würde ich zum Beispiel nicht nochmal nachkaufen. Die fand ich irgendwie zu trocken und das Tuch an sich, das war mir auch irgendwie, keine Ahnung, das war irgendwie ganz komisch, hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Obwohl die Öko-Tests sehr gut abgeschnitten haben, da fand ich die anderen einen Ticken besser. Dann haben wir natürlich auch fleißig Windeln aufgebraucht. Also ich hätte niemals gedacht, dass wir in der Anfangszeit so unglaublich viele Windeln aufbrauchen, aber ja, also zumindest von den Einsern ist es einiges zusammengekommen, einfach unglaublich. Wir hatten in Gebrauch von Babylove die Premium-Windeln, das ist jetzt alles, was ich euch zeige, die Größe 1. Die fand ich am Anfang nicht so gut, weil ich hatte mit den von Pampers gestartet und irgendwann hatte ich die dann in Gebrauch und dann kamen die mir ziemlich dünn vor. Deswegen fand ich die im ersten Augenblick nicht so toll, mein Mann auch nicht, aber im Endeffekt, die haben es voll gebracht, also die sind nicht schlecht, die sind aber auch nicht so super wow, aber ja, wir haben die auch 102, also von daher haben die ihren Job gut erledigt. Dann auch von Baby Dream die Einser.
glaube, die hatten wir geschenkt bekommen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ich weiß es schon gar nicht mehr, da hat mir die mal gekauft. Auf jeden Fall, die vom Rossmann fand ich ganz gut. Die fand ich einen Ticken besser als die vom DM. Sind wirklich genial und haben auch da ihren Zweck erfüllt. Die haben alle diesen Nässeindikator, was ich mega praktisch finde. Gerade am Anfang, wenn man nicht weiß, muss man die Windeln schon wechseln oder nicht, waren die echt immer sehr, sehr gut. Wie eben schon gesagt, wir haben mit Pampers gestartet, mit Premium Protection. Da haben wir auch super viele Packs aufgebraucht. Also ich habe jetzt nur eins mal aufbewahrt, stellvertretend. Die fanden wir super. Und ich glaube, das sind somit die besten, die es auf dem Markt gibt. Von Pampers haben wir aber auch die Baby Dry ausprobiert. Die muss ich sagen, die finde ich vom Design ein bisschen süßer als die hier. Die sind ja schlicht weiß einfach und die haben so richtig süßes Design und haben genauso gut ihren Job erfüllt wie auch die Premium Protection. Und zu guter Letzt haben wir auch von Pampers die Harmonies ausprobiert. Die fand ich auch richtig, richtig gut. Die haben auch ein zuckersüßes Design. Da stand irgendwie I love you drauf oder so. Ganz genial, also wirklich super schön. Ich finde, die fallen einen Ticken größer aus als manch andere. Also gerade so Rossmann, DM und weiß gerade nicht, was noch, ist ein bisschen kleiner ausgefallen und ich finde, die fallen recht groß aus. Also die hatten wir mit als letztes dann aufgebraucht, als wir dann schon den Größenwechsel zu 2 hatten, dann waren die echt ganz gut. Ja, wie in meinem DM-Haul gezeigt, hatte ich ja von Lilidu so einige bestellt. Das sind einmal die normalen in der 1, What Babies Really Cry For. Also die Lilidu-Windeln fand ich wirklich genial, also ganz, ganz große Klasse. Also ich kann den Hype jetzt so ein bisschen verstehen und ja, fand ich mega, diese Variante. Im Gegensatz zu den Lilidu Greens, die würde ich mir nicht mehr nachkaufen, weil die waren ganz gut, aber zum Beispiel die normalen fand ich ein bisschen besser. Diese hatten zum Beispiel auch nicht diesen Nässeindikator und die waren auch viel, viel dünner. Und dadurch hatte ich das Gefühl gehabt, dass sie nicht so saugstark sind. Aber ansonsten waren die auch vollkommen ausreichend. So, die letzten beiden sind einmal Babysoft Premium Windeln in der 1. Die hatten wir auf jeden Fall geschenkt bekommen, das weiß ich. Die sind nämlich, da ist jemand am Meckern, Wahnsinn, ey. Die sind vom Netto, genau. Aber die fand ich ganz in Ordnung. Also da kann ich mich nicht drüber beschweren, haben auf jeden Fall ihren Zweck erfüllt, sind auch nicht ausgelaufen. Und die letzten sind ebenfalls vom Aldi Nord, die 1er Premium Windeln. Das waren die, die wir wirklich als letztes ihr schon angezogen hatten. Und die waren in Ordnung, aber da hat man schon gemerkt, die werden halt einfach zu klein und da muss man halt ein bisschen häufiger wechseln, damit es nicht ausläuft. So, ich habe mir jetzt eine kleine Zuschauerin dazu geholt, weil die war am Quengeln und wollte nicht alleine sein, ne? Und jetzt schaut sie mir zu. Mal schauen, wie das funktioniert. Machen wir weiter mit der nächsten Kategorie. Und das habe ich jetzt so ein bisschen separiert von den anderen, denn das ist die Kategorie Mama. Da habe ich alles so, was halt wirklich so Schwangerschaft oder Stillzeit betrifft, so ein bisschen separiert von den anderen. Und zwar fangen die eine mal an mit dem Weleda Schwangerschaftspflegeöl, was ich in der Schwangerschaft unglaublich gerne verwendet habe. Das habe ich ja von meiner Schwester geschenkt bekommen. Also es ist wirklich komplett leer und ich fand es sowas von genial. Ich liebe das Öl an sich. Ich mag den Geruch, mag die Pflege. Ich finde es auch genial, dass es hier so einen Pumpspender hat und es ist auf jeden Fall jeden Cent wert. Also falls ihr gerade schwanger seid, probiert das auf jeden Fall aus. Dann habe ich einmal von Alverde das Mama Glück oder die Mama Glück Cremeöl-Dusche mit Bio-Malve. Hat mittlerweile, glaube ich, ein neues Design. Geruch fand ich in Ordnung. Ja, ist so ein bisschen typisch Alverde, wie ich finde, aber an sich fand ich es wirklich gut und hat nochmal durch diese Cremeöl-Basis nochmal so den Körper gut gepflegt und ja, habe ich gerne mit geduscht. Dann habe ich vom DM Baby Love Mama die Babybauch-Tuchmaske ausprobiert. Das war wirklich, ich glaube, einen Tag bevor es losging. Ja, die fand ich ja leider nicht so toll. Die war super groß. Also dieses Tuch habe ich nicht mal komplett
ausgeklappt, weil das so riesig war und es war so extrem mit Feuchtigkeit getränkt. Also ich hätte die bestimmt 5-mal verwenden können, wenn die, ja, ich hätte es echt mehrmals verwenden können. Man hätte sie echt wieder hier reinpacken können in den Kühlschrank oder so und bestimmt nochmal 5-mal verwenden können. Die war also unglaublich mit dieser Feuchtigkeit getränkt. Ich habe die im Anschluss auch die komplett rausgeholt, damit ich das irgendwie aufbewahren konnte, weil sonst hätte ich das ohne Sauerrein nicht euch zeigen können. Aber war für mich in dem Fall deswegen kein Nachkaufprodukt, weil ja, es war mir zu matschig einfach. Dann einmal von Babylove die Stilleinlagen. Das waren so die ersten, ich setze mal so rum, die ersten, die ich so ausprobiert habe. Die sind ganz simpel, schlicht weiß. Hier sieht man, das sind einfach rund. Die fallen jetzt im Vergleich zu anderen, die ich jetzt ausprobiert habe, ein bisschen kleiner aus. Und im Vergleich zu den anderen, die ich euch in den nächsten Aufgebraucht-Videos zeigen werde, hat es mir deswegen nicht ganz so gut gefallen. Würde ich mir deswegen nicht nochmal nachkaufen. Und das letzte Produkt ist auch schon ein Stilltee von DM Bio. Den fand ich super lecker, hat mir gut geschmeckt, obwohl das auch so ein Kräutertee ist und ich eigentlich gar keine Kräutertees mag. Aber das hat sich irgendwie so in den letzten Monaten der Schwangerschaft so ein bisschen eingeschlichen, dass mir das doch ganz gut schmeckt. Das ist auf jeden Fall Melisse, Fenchelkümmel, Zitronenverbene und Anis. Auf jeden Fall ganz gut. Ich habe momentan einen anderen in Benutzung und der ist viel intensiver vom Geschmack oder viel kräuterlastiger, wie ich finde. Deswegen, den würde ich mir auf jeden Fall nochmal nachkaufen. Nächste Kategorie, dekorative Kosmetik. Da ist nicht ganz so viel bei rumgekommen. Und zwar habe ich einmal von Estée Lauder die Sumtua Extreme Mascara leer gemacht. Das war so ein kleines Pröbchen. Ich hatte mir die ja auch schon mal in der Full Size gekauft. Aber nicht die Extreme, sondern die normale. Das war so eine komplett goldene. Fand ich ganz gut. Hat ein super großes Bürstchen. Dieses Pinselbürstchen mag ich sehr gerne. Also könnt ihr auf jeden Fall mal ausprobieren, falls ihr da Interesse habt. Dann habe ich hier einmal von Shiseido die Perfect Mascara Defining Volume. Das war auch so ein Pröbchen. Man kann ja gar nichts drauf lesen. Ja, die von der hatte ich nicht so viel, weil ich es nie ausgetrocknet. Also das ist auch so ein leicht so ein spiralförmiges Bürstchen. Hat unglaublich komisch gerochen oder riecht unglaublich komisch. Und deswegen habe ich die halt so gut wie nie verwendet und dadurch ist sie mir ausgetrocknet, deswegen kommt sie jetzt weg. Und von Art Deco die All-in-One Mascara, ich glaube, einige kennen die, die ist wirklich ganz gut. Hatte ich auch schon einige Pröbchen von, die ist mittlerweile aber auch schon ausgetrocknet. Die habe ich schon sehr, sehr lange jetzt in dem Beutel liegen gehabt. Das ist ein ganz normal, stinknormales Bürstchen. Das sind alles, wie gesagt, auch diese Pinselbürstchen, weil ich damit viel besser klarkomme als diese Gummibürstchen. Ja. Du schaust mir ganz aufmerksam jetzt zu, ne? Ja, schon so wacke. Süße Mausi, du. Ja, und das letzte Produkt ist das Magic Finish von M. Asam. Ich habe es mir damals in der Daniela Katzenberger Edition ja geholt, was ja richtig schön aussieht. Richtig schön pinky und gold und Glitzer, also genial. Und also es ist komplett leer. Ich habe es damals nie kaufen, weil ich dachte, ach, das ist alles nur so, ne? Es wird viel erzählt, aber ob das wirklich zu meinem hellen Hautton so passt, war ich immer skeptisch. Aber irgendwann habe ich es mir dann bestellt und ich liebe es und ich mag eigentlich seitdem kein anderes Make-up verwenden. Ich habe es mir auch nachgekauft und ja, es ist einfach genial. Also es ist mega, ich mag auch den Geruch, ich mag die Konsistenz, man kann es mit allem auftragen, was man will, ob Pinsel, ob Schwamm, ob Finger. Es funktioniert einfach mit allem und ja, falls ihr es noch nicht ausprobiert habt, macht es mal, das ist wirklich gut. Und ich habe mittlerweile gesehen, dass es sogar auch einen hellen Teint davon gibt, also eine Nuance heller und eine Nuance dunkler. Also einmal Summer Teint, das ist so ein bisschen dunkler, macht Sinn, ne? Und dann gibt es, ich weiß gar nicht, wie das genau heißt. Aber das ist dann so für noch hellere Hauttypen. Und ja, das wusste ich nicht. Deswegen hatte ich mir erstmal nochmal das Normale nachbestellt. Aber ist nicht schlimm. Die nächste Kategorie ist die Kategorie Körper. Da habe ich jetzt auch mal Badezusätze
mit reingepackt. Ich war mir erst nicht so sicher, wo ich das sonst hinzufügen soll. Da habe ich einmal von Kneipp die Badeperlen, Wasserminze und Jutsu verwendet. Kurz durchatmen, Seele baumeln lassen und weiter geht's mit vollem Elan. Das waren halt wirklich so Badeperlen. Genialer Geruch, hat mir sehr gut gefallen. Sollte für 2 Vollbäder reichen. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, bei mir waren es so ungefähr 1,5. War super genial. Das hatte ich mal geschenkt bekommen. Ich weiß gar nicht, wo es das gibt oder ob das es überhaupt noch gibt. Aber fand ich mega gut. Der Geruch war sehr, sehr erfrischend und angenehm, fruchtig. Hat mir sehr gut gefallen. Und von Palmolive Naturals Orchideenduft Cremebad. Auch mega, hat wunderbar gut geschäumt, mega blumig, frisch geduftet und ja, mag ich sehr, sehr gerne. Ich habe schon ewig keine Palmolive-Produkte verwendet. Ich könnte da sogar öfters mal wieder zugreifen, denn das ist wirklich super. Dann ist ein Deo leer geworden von Balea, Pink Pomelo. Und ich muss sagen, diese Sprühdeos, gerade die von Balea, habe ich einige. Aber ich benutze das eher so als Bodyspray. Und nicht wirklich als Deo, weil dafür halten die nicht stark genug. Aber Duft war in Ordnung, würde ich mir aber nicht mehr nachkaufen. Kommen wir zu Duschgelen. Da haben wir auch mit meinem Mann zusammen einmal von Shacklemoon das Spiced Plum Custard. Also auf jeden Fall ist es ein Pflaumenduschgel. War für die Winterzeit auf jeden Fall vollkommen gut. Hat uns gut gefallen, aber wenn man so einen halben Liter mal leer gemacht hat, dann ist man auch froh, mal was Neues zu verwenden, weil es ist schon echt eine große Packung und man braucht das schon lange. Aber zu zweit haben wir es gepackt, war ein angenehmer Duft. Shacklemoon benutzen wir beide eigentlich sehr gerne, von daher ein gutes Produkt. Ich habe ja gesagt, dass ich meine ganzen kleinen Duschgele so jetzt nachher noch ein bisschen leer machen möchte und ich habe 3 davon geschafft. Das waren so parfümierte Duschgele, die immer bei so Parfums dabei waren. Da ist einmal Christina Aguilera Royal Desire leer geworden. Also dieses Parfüm habe ich gefühlt schon Jahrhunderte nicht mehr. Dementsprechend ist das auch schon ewig alt. Ich weiß gar nicht mehr, wie das riecht. Doch, war sehr angenehm. Vom Duft war es in Ordnung, aber das sind so Sachen, die würde ich mir auch nicht mehr kaufen. Genauso wie einmal das Bruno Banani Woman, das schlicht einfache klassische, war in Ordnung. Den Duft kennt, glaube ich, auch jeder, würde ich mir aber auch nicht mehr kaufen. Und einmal Betty Barclay Style at Night. Das weiß ich, das habe ich mal geschenkt bekommen, war jetzt auch nicht so mein Fall, würde ich mir jetzt auch nicht mehr nachkaufen. War alles halt sehr parfümiert, sehr stark. Wenn man mal abends weggegangen ist zum vorher Duschen, dass der Körper noch so ein bisschen gerochen hat oder wenn man das passende Parfum dazu verwendet, dann hält der Duft länger, aber diese Zeiten sind vorbei, Leute. Von Nivea die Body Milk, reichhaltige Body Milk, Tiefenpflege Serum mit Mandelöl für trockene Haut. Das war so eine kleine Probiergröße, die hatte ich mit in der Kliniktasche. Ich liebe Nivea Produkte, ich glaube, das wissen mittlerweile alle. Und die Body Lotion fand ich super, hat sich gut verteilen lassen, schnell eingezogen, riecht super. Also würde ich mir auch im Groß nachkaufen, wenn ich mal meinen Vorrat hier aufgebraucht habe. Ich weiß nicht, warum die Flasche so ein bisschen siffig aussieht. Sorry. Und ich merke gerade, es kommen noch ein paar mehr Nivea-Produkte. Die Nivea-Creme, die ganz klassische, ist komplett putze leer, denn die hatte ich auch noch zum Ende der Schwangerschaft verwendet. Als mein Öl so langsam aufgebraucht war, habe ich diese Creme oder die Cremes, die jetzt kommen, mitverwendet. Aber auch dann für meine Oberschenkel separat, die habe ich dann eingecremt und nicht eingeölt, weil ja, die haben das benötigt. Dann habe ich Nivea Care Intensivpflege aufgebraucht. Ich weiß, die hatte ich teilweise auch mal alle in diesem Adventskalender gehabt von Nivea. Deswegen mussten die jetzt mal nach und nach aufgebraucht werden. Fand ich auch super gut. Duft war auch sehr, sehr angenehm. Ist natürlich viel schneller eingezogen als diese Creme. Die war halt wirklich sehr reichhaltig. Die war wirklich sehr angenehm pflegend. Und dann habe ich noch Nivea Soft. Die fand ich auch super. Die hatte ich auch schon einige Male. Oh, ich liebe auch da den Duft. Ich finde, die haben nicht so großartige Unterschiede. Die ist vielleicht noch ein Ticken leichter. Die habe ich auch fürs Gesicht benutzt. Hier steht sogar drauf für Gesicht, Körper und Hände. Und ja, finde ich fürs Gesicht auch super. Mag ich alle sehr, sehr gerne. Und das letzte Produkt
Habe ich auch mal dazu gepackt zum Kategorie Körper. Gehört ja auch irgendwie da rein. Ist von Wilkinson. Diese extra drei Rasierer waren okay. Haben mich jetzt nicht so überzeugt. Da habe ich schon die anderen ausprobiert, wo ich besser fand. Machen wir weiter mit Kategorie Haare. Die sind ziemlich lang geworden. Aber ich muss dringend zum Friseur die mal schneiden lassen. Die Spitzen sind super trocken. Aber ein paar Produkte sind auch da leer geworden. Und einmal von Head & Shoulders, das Classy Clean Anti-Schuppen-Shampoo. Das benutzt ja mein Mann eher so. Ich tendiere eigentlich zu dem von Pantene Provia. Habe ich jetzt schon eine Weile nicht benutzt, weil das immer im Bad stand. Und habe ich einfach mit dazu gegriffen. Finde ich gut, aber wie gesagt, das von Pantene finde ich für meine Kopfhaut besser. Dann habe ich einmal ein Set aufgebraucht von dieser Marke. Dissange. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. California Blonde. Habe ich auch schon ewig bei mir stehen gehabt. Das habe ich mal von meiner Mama bekommen. Ist ein extra Feuchtigkeits-Shampoo für blondiertes Haar mit Passionsblumen-Elixier. Ja, nährt und verleiht koloriertem Blond extra Leuchtkraft und einen schimmernden Glanz. Und das ist die passende Spülung dazu. Also ich muss sagen, ich fand beides ganz gut. So blond bin ich ja gar nicht mehr. Also dementsprechend habe ich das schon sehr, sehr lange in meinem Bad gehabt. Und das muss jetzt mal aufgebraucht werden. Und ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ob es diese Marke noch gibt. Oder wo es die gibt. Oder ja. Lassen wir es mal dabei. Dann habe ich hier so zwei Haarkuren leer gemacht. Die habe ich mir mal beim DM gekauft, als die im Ausverkauf waren. Ich fand die Farben genial, da musste ich das einfach mitnehmen. Und zwar sind das von Unwinds by Hask. Keine Ahnung, noch nie was von dieser Marke gehört. Und zwar ist das ein Deep Conditioner Repair and Moisturize mit Pignon Noir. War eine nette Spielerei. Ja, würde ich mir auch nicht mehr kaufen. Das ist Pignon Grigio. Ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ich kenne mich auch mit Wein und Sekt und sowas nicht aus. Shine and Smooth Deep Conditioner. Also das war Repair and Moisture und das ist Shine and Smooth. War beides in Ordnung. Düfte waren auch okay, aber werde ich mir jetzt nicht mal nachkaufen. Falls ihr so Sachen ausprobiert, sagt mir mal, ob ihr das sowas nachkauft oder ob das auch bei euch immer nur so eine einmalige Sache ist. Dann habe ich einmal ein Trockenshampoo von Balea aufgebraucht. Fruity Dreams mit fruchtigem Duft. Da benutze ich immer mal verschiedene, probiere irgendwie alles mal querbeet aus. Hat mir ganz gut gefallen. Ist nicht teuer, erfüllt seinen Zweck. Von daher ja, würde ich mir wieder kaufen. Und das letzte Produkt aus der Kategorie ist ein Haarspray von Taft. Drei-Wetter-Taft Ultimate in ultimativen halt Stufe 6. Da muss ich aber ehrlich gesagt gestehen, sowas benutzt mein Mann eher für seine Haare und nicht ab und zu, wenn ich mal so fliegende Haare habe wie heute hier, so die stehen in alle Richtungen. Aber nun gut, davon wollen wir uns nicht irritieren lassen. An sich, das ist sogar ein Haarlack, sehe ich gerade. Ja, er benutzt am liebsten Drei-Wetter-Taft und ich benutze das halt mit und ja, die sind ganz gut. Benutzen wir schon über mehrere Jahre eigentlich.